Ja, würde ich sagen, legen wir los mit Resident Evil 4, dem Remake mit meiner ersten Let's Play Session. Let's go! So, Ton müsste gehen. Eine Grafik. Ja, Ton ist an. Na, schauen wir mal. Ja, wie gesagt, ich habe damals das Original gespielt. Das ist schon viele, viele Jahre her. Ja, es sind keine gespeicherten Daten, ist klar. Sprachausgabe wollen wir Deutsch. Anzeigesprache Deutsch. Untertitel. Untertitel an oder aus? Für die Immersion lasse ich es mal aus. Wobei, nee, die Stadtbewohner sprechen andere Sprache. Ich mach mal ein. Kopfhörer. Bitrate. Wir machen Bitrate. Oh, Helligkeit ist okay. Was sagt eigentlich die Qualität hier? Okay. Dann ein bisschen heller. Ja, ich habe übrigens mir auch die Demo angeguckt. Dazu habe ich jetzt kein extra Video gemacht. Die ging auch nicht so lange. Und ja, schauen wir mal. Ja, ich stimme zu. Ich stimme zu. So, ich glaube, wir sind endlich mal im Spiel drin. Boni, was gibt's da? Okay. Kann wieder sehr viel freischalten. Modelle. Gut. Fangen wir mit der Story an. Neues Spiel. Wir spielen auf Standard, denke ich mal. Für jene, die Resident Evil 4 nicht gespielt haben. Ich habe es gespielt, aber es ist sehr, sehr lange her. Deswegen bleiben wir mal auf Standard. Kommen wir zum Intro von Resident Evil 4. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Erzähl mal, was willst du an diesem Ort, so nah am Arsch der Welt? Sagen wir, ich suche jemanden. Muss jemand ziemlich Mistiger sein, eh? Der befiehlt kam von ganz oben. Helft ihm, sagte er. Na, ihr fahrt ja kaum mit mir hier raus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Hat so einen seltsamen Humor. Ich verrate dich was. Noch unter uns. Hier verschwinden immer wieder Leute. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Na
Na dann, sollte das doch Routine für euch sein. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Nato ruft. Bin gleich zurück. Der Frío. ¿Te has bebido el bar entero? Brauchst du? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? Sie ganz schön Zeit. Verlaufen? Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen? Ich warte hier. Wir wollen schließlich keinen Strafzettel. So viel zu helft ihm. Sehr witziger Typ. So, was haben wir jetzt im Spiel? Kurz hier was umstellen. So. Den Polizisten suchen. Dann machen wir das doch mal. Wie gesagt, den Anfang kenne ich ja jetzt durch die Demo. Und ja, also wie gesagt, ich habe damals das Original gespielt. 2005 ist es mittlerweile auch schon 18 Jahre her. Fast. L3 ist Rennen. Wie weit ist er denn gegangen? Na, lecker. Also wie gesagt, der Anfang ist nicht blind. Und ja, ich werde das komplette Spiel Let's Playen. Und zwar in Live-Sessions. Also, wie lange die Sessions jeweils gehen, weiß ich noch nicht. Aber sie werden eine Weile gehen. Was wie lange wir brauchen. Spiel sieht aber auch gut aus, meine Fresse. Haben wir eigentlich schon eine Karte? Sieht nicht so aus. Jemand zu Hause? Können auch das Inventar noch nicht öffnen. Wir haben noch gar nichts zu tun bis jetzt. Was haben wir denn hier? Primitiver Talisman, das Urteil naht. Ja, wer es nicht weiß, Resident Evil 4 hat nicht mit dem T-Virus oder dem G-Virus zu kämpfen, sondern mit dem Las Plagas-Virus. Parasiten, eher gesagt. Und ja, der unterscheidet sich ein bisschen vom Zombie-Virus. Aber das werden wir ja sehen. So, da kommen wir noch nicht rein, soweit ich weiß. Ja. Das heißt, wir müssen erstmal dahin.
Dem geht's nicht so gut. Sorry, dass ich so reinplatze. Gefällt mir nicht. Schlüssel der Jagdhütte. Ja, jetzt kriegen wir schon mal Gesellschaft. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was sie im Vergleich zum Original damals alles geändert haben. Oh. Sind hier schon welche? Ich glaube noch nicht. Hier haben wir das Messer. Gut, also gehen wir erstmal hier lang. Hier muss ich ins Dunkle gehen. Hier ist auf jeden Fall auch schon viel geändert worden im Vergleich zum Original. Wir haben den Polizisten gefunden. Ich höre Sie. Wie ist Ihr Status? Was ist hier los? Karte aktualisiert. Aus der Jagdhütte entkommen. Ja, wie man Waffe benutzt, weiß ich schon. So, hier haben wir die Karte. Die Karte. Wenn Sie sich einmal verlaufen haben oder nicht wissen, wo Sie hin müssen, kann ein Blick auf die Karte helfen. Dort können Sie Ihre Position sowie Ihre Ziele jederzeit einsehen. Haben Sie eine Schatzkarte, sind auch die Verstecke von Schätzen darauf vermerkt. Aha. Ja, hier haben Sie damals das Schatzsystem eingeführt und einen sehr gewissen Händler, der im Gedächtnis geblieben ist, und auf den freue ich mich auch schon. So, okay. Alles klar. Ja, 4 wird natürlich noch nicht angezeigt. Aber hier ist noch rot, also muss es hier noch irgendwas geben. Er hat anscheinend... Nee, hat nix. Was war das? Ja, bestimmt nichts Gutes. Nicht dein Ernst. Ey, geh weg! Wie man unten rechts erkennen kann, hat das Messer dieses Mal eine Haltbarkeit. Das haben sie auch geändert im Vergleich zum Original. Im Original war es unkaputtbar, hier ist es kaputtbar. Was ich schon sehr nervig finde. Natürlich hat er mich erwischt. Nach Demo hat er mich auch erwischt. Halt. Auf jeden Fall sind wir noch nicht allein. Jetzt gucken, ob hier noch irgendwas ist. Hier ist tatsächlich noch was. Achso, die Marke. Polizeimarke, Nationale Polizeikorps. Mario Fernandez Castano, Polizeibeamter. Ah, okay. Aber Munition gab es hier, glaube ich, noch nicht, oder?
Boah, wie das riecht. Pfui. Sieben Schuss noch. Aber daneben schießen. Ist aber, glaube ich, noch einer. Ja, ja, komm raus. Da drin ist noch einer. Dann, wenn diese Symbole kommen, muss man schnell hingehen, dann kann man sie treten. Na komm. Oh, gute Nacht. Ihr könnt auch ruhig was fallen lassen. So ist es nicht. Hier war nur das Ding. Ne, hier ist nichts weiter. Gut, weiter geht's. Oh, ein grünes Kraut. Haben wir jetzt eigentlich unser Inventar schon? Ja. Wir haben auch damals zum ersten Mal den Koffer eingebaut. Oh, das kann man hier. Das müssen wir alles herstellen können. Schlüsselobjekte, Karte. Hey, wir müssen nochmal zurück. Irgendwas gibt's hier noch zu finden. Das habe ich in der Demo zum Beispiel nicht gemacht. Können wir nochmal zurück? Da lang. Ich würde gerne nochmal gucken, ob es am Anfang noch irgendwas gab. Nein, wir können natürlich nicht zurück. Warum auch? Munition wäre nicht schlecht. Armer Leon, der hat kein schönes Leben, ne? Was ist? Hier ist Condor One. Hannigan hier, wie geht's voran? Die Präsidententochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Ich brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Was ist los? Melde mich. Ich find selbst raus. Okay. Zum See gehen. Gibt's hier noch irgendwas? Hier ist doch alles rot. Sehr einladende Brücke. Jetzt kommt eine Szene. Sorry, muss ich machen, weil die lassen Geld fallen. Und das Geld ist wichtig. Problem ist, ich habe keine Munition mehr. Oh, ich nehme es zurück. Ich habe Munition. Man hört da schon jemanden. Oh, hier ist ein Speicherpunkt. Können wir ja gleich mal speichern. Speichern und Objekte aufbewahren. An Schreibmaschinen können Sie Ihren Fortschritt speichern. Außerdem haben Sie dort die Möglichkeit, über die aufbewahrten Waffen vorübergehend zu verstauen. Beziehungsweise sie wieder von dort zu entnehmen. Koffer.
Aha. Talismänner. Okay. Schießpulver. Können wir schon was herstellen? 5-mal Schießpulver und was auch immer das Blaue ist, braucht man, um Pistolenmunition zu machen. Okay. Wer quatscht denn hier? Ah ne, ich heb mal meine Munition auf. Oh. Es ist aber, glaube ich, nicht der Hund, den man retten kann, oder? Weil damals gab es einen Hund, den man retten konnte, der wiederum uns irgendwann mal geholfen hatte. Bin mal gespannt, ob der hier auch noch vorkommt. Ich hab's gewusst, ich hab die Krähe abknallen können. Irgendwo sind hier welche. Da ist gerade einer weggerannt. Sind die im Gebüsch oder was? Weg mit dir. Der lebt noch. Das war nicht nett. Oh, was ist hier? Das ist neu. Da wollte sich, glaube ich, gerade... Ihr werdet sehen, was dann irgendwann passiert. Gibt es in dem Auto hier noch irgendwas? Nein. Bald kommt die Szene, die damals echt... Wow. Bei Demo bin ich da auch reingelaufen. Also gleich kommt eine Szene mit dem Dorf, die hat damals echt für Nervenkitzel gesorgt. Ich sehe dich. Unser erstes Geld. Peseten. Oh, rotes Kraut. Gut, das bringt mir jetzt nichts. Blendgranate. Waffe wechseln. Ah. Mal aber viele Slots für Waffen. Okay. Oh. Sehr einladend. Okay. Jetzt kommt die Stelle. Das ist eine Stelle, die ist... Ach du Scheiße. Das war dann unser anderer Kollege. Das sind echt viele, ey. Aber ich habe in der Demo gesehen, dass hier ein neuer Weg ist, den es damals nicht gab. Deswegen gehen wir mal hier lang. Allerdings muss ich die pullen, weil wir dann 5 Minuten überleben müssen. Damit es weitergeht. Aber wir können hier mal noch jemanden ausschalten.
Aber sie haben es im Vergleich zum Original damals ein bisschen einfacher gemacht. So, ich glaube, hier stand einer, den man nicht von hinten angreifen kann. Aber mit Messer geht's auch nicht mehr so gut. Oh, das war ein kritischer Treffer. Aber wir aktivieren mal schnell die Tür hier. Jetzt heißt es rennen. Es lohnt auch nicht, gegen die alle zu kämpfen. Aber man muss hier einfach nur durchhalten. Ungefähr 5 Minuten, glaube ich, waren es. Bis die Glocke läutet. Oh. Der soll mich natürlich nicht erwischen. Alter. Da kam überraschend. Ey. Wieso waren wir so klug geworden? Mein Messer ist fast kaputt. Was? Jetzt ist es kaputt. Glaube ich, muss ich mal heilen, ne? Objekte herstellen. Auf Basis bestimmter Materialien wie Rohstoffen, Schießpulver und Messern können neue Objekte hergestellt werden. Mit Rezepturen können sie ihr Repertoire an herstellbaren Objekten erweitern. Ja. Ja. Können wir irgendwas herstellen? Können wir mal herstellen. Machen wir mal gleich wieder voll. Oh. Aufloh. Alles bald mal Schluss hier. Oh, knapp. Wie gesagt, es lohnt nicht, gegen die zu kämpfen. Hey, auf den Schuppen! Ich höre die Kettensäge hinter mir. Wollt ihr mich verarschen? Also langsam wird's kritisch hier.
jetzt lassen Sie einen in Ruhe. Das ist schon eine krasse Szene. Wieso uns einfach ignorieren? Und hier war dann die Demo zu Ende. So, jetzt können wir uns hier ein bisschen umgucken und looten, was das Zeug hält. Denn eigentlich gab es ja auch noch eine Schrotflinte. Halt! Das ist schlecht, die redet über den Controller. Sie, such nach einer großen Windmühle, dann nimm den Weg auf der Rückseite. Windmühle. Verstanden. Sei vorsichtig. Ende. Das ist schlecht. Ich habe jetzt mal ein bisschen ans Mikro gehalten, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Aber ich werde mal gucken, ob ich das umstellen kann. Audio. Controller-Lautsprecher mache ich mal aus. Gibt es ja eigentlich noch so für Einstellungen? Eine Menge. Schnelles Umdrehen ist R1. Ah, gut zu wissen. Karte öffnen. Ah, da müssen wir hin. Aber hier ist alles noch rot. Normalerweise dürfte das nicht alles rot sein, oder? Also ich kenne Resident Evil so, Bereiche, die rot auf der Karte sind, heißt, es gibt noch Gegenstände. Hier ist noch ein Ausrufezeichen. Wand mit Durchbruch. Aber hier in dem Gebäude müsste es, glaube ich, die Schrotflinte geben. Ja, du brauchst mir nicht sagen, wie Karte geht. Hier hätte man durchspringen können. Lass mal hier alles schön wieder voll looten hier. Ein Messer bräuchte ich mal, das wäre nicht schlecht. Genau, da ist die Schrotflinte. Oh, perfekt. Ich habe die jetzt mit Absicht mal weggelassen, damit ich mehr Munition dafür spare. Achso, ja. Handgranate. War noch irgendwas hier? Da. Geht's in unseren Koffer. Ah, kaputtes Messer. Es sind drei Plätze ein. Okay. Kann man das auch drehen? Ja. Ja, es muss geordnet werden. Sorry, das ist Resident Evil Pflicht. Mal da von mir aus lassen. So. Wo sind die Schrotflinte? Nach rechts. Okay. So, hier müssen wir jetzt. Hey, bleibt aber auch rot. Ist komisch. Scheinbar haben die das hier rausgenommen. Das finde ich schade, weil das halt auch ein guter Indikator, um zu wissen, ob man noch irgendwas übersehen hat oder nicht. Aber so wie es aussieht, habe ich jetzt hier alles und es bleibt rot. Schade. Da sehe ich mich schon an sehr vielen Sachen vorbeilaufen. Schade, schade.
Das ist ein Geräusch. Übrigens, die Hühner hinterlassen auch Eier. Die Eier konnte man damals zumindest sich heilen. Oh, das ist die Kette hier. So, da waren wir, da mal. Wir gehen mal zu dem Wanddurchbruch. War hier, glaube ich, ja. Hä? Man braucht einen Partner? Hast du gerade ein Ei geschissen? Oh, nett. Also, gebrütet, nicht geschissen. Hä, das verstehe ich nicht, wie... Man kommt doch mit einem... Okay, interessant. Lässt ihr eigentlich auch Pesetos fallen? Ey, bleib mal hier. Nee. Dankeschön. Ein goldenes Ei wäre nicht schlecht. Ja, die lassen auch goldene Eier fallen. Am meisten sind es, glaube ich, die Schlangen gewesen. So, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Hier waren wir vorhin. Hier waren wir noch nicht drin. Okay, da müssen wir, glaube ich, lang. Hier waren wir auch noch nicht. Hier geht's hoch. Okay, das war frech. Ja, da brauchen wir nicht. Hast du mich gerade angegriffen? Doofes Huhn. Wo sind die Handgranaten? Unten, okay. Noch mehr Handgranaten. Leute, hier war ich doch vorhin drin. Die Tür habe ich gar nicht gesehen. Okay. So, da waren wir, da waren wir. Ich glaube, hier hinten war noch was. Ich glaube, hier unten. Ja. Pesetos. Hier noch irgendwas. Ich glaube, wir haben jetzt alles, oder? Ne, hier. Hier noch irgendwas? Ne. Hier ist noch was. Rohstoffe. Ah, das sind die, die ich brauche, um zum Beispiel Pistolenmunition herzustellen. Ja. Ich besitze davon 8 und davon 1. Für 10 Kugeln. Hier brauche ich 12 Schießpulver. Krass. Im Moment habe ich keinen Pistolenmangel. Gut, ich glaube, wir haben jetzt alles. Da komme ich leider nicht rein, weil da brauche ich anscheinend eine Person. Und was ist hier? Also brauche ich den Schlüssel. Ja, gut, dann gehen wir weiter. Gehen wir oben lang. War ich hier hinten schon? Nope. Ah, hier liegt noch was. Geht's meiner Energie? Ah, komm. Kann ich die auch so kombinieren? Ja, das ist schön. Die Eier. Ach, die Rohstoffe werden... Ach du Scheiße. Das ist ja hart. Die werden nicht extra gelagert. Nee, wegwerfen will ich nicht. Ja, komm, dann verwandeln wir sie gleich um.
Haben wir jetzt 55 Schuss. Okay. Irgendwas hier? Nein. Dann haben wir hier noch zwei Häuser. Ein Haus, zwei. Und mehr Munition, na klar. Was haben wir hier? Ein Rubin. Ja, hier gibt es auch Schätze. Hier sind Schätze. 3000. Okay. Oh, dann gehen wir weiter. Man hört hier überall Leute, ey. Da ist sie. Wir sind hier definitiv nicht allein. Oh, hier ist ein Speicherpunkt. So, weiter geht's. Wir können auch da lang. Alles glaube ich egal. Ich habe kein Messer mehr, das nervt mich ein bisschen. Ah, hier sind überall Leute. Ah, mir fällt gerade auf, die Dinger gab es ja auch, die blauen. Boah, wir kümmern uns erstmal um die Leute hier. Ich habe kein Messer. Das wird nicht gehen. Damn it. Verdammt. Na gut, dann auf die harte Tour. Dann machen wir es auf die harte Tour. Hab die Arme gekriegt. Ja, hier gibt's so ein kleines 1 von 5. Zweites habe ich auch schon gesehen. Das war hier. Das treffe ich nicht von hier, oder? Oh, da hat ein Ei. Hühnerei. Ich höre rechts die ganze Zeit immer noch eine Frau, ey. Guck mal von die andere Seite rein. Irgendwie sind mir zu wenig Gegner. Ich werde eh nicht alle 5 finden. Ich guck gerade, ob ich noch eins sehe. Ha. Noch zwei. Was hängt die hier? Blaue Auftragszettel. Das ist auch komplett neu. An verschiedenen Orten finden Sie blaue Zettel mit Aufträgen, die auf Ihre Erledigung warten. Nehmen Sie einen solchen Zettel auf, um den Auftrag anzunehmen. Gefundene Aufträge werden unter Akten abgeheftet.
Kampf der Medaillons. In Gottes Namen kann nicht endlich jemand diese blauen Medaillons beseitigen, die diese Fanatiker überall aufgehängt haben. Auftrag, alle blauen Medaillons zerstören. Gebiet Bauernhof. Belohnung Spinell mal 3. Spinell oder Spinel oder wie auch immer das heißt, das ist Schatz. Das ist, glaube ich, das niedrigste an Wert vom Schatz her. Das ist ein Spinell. Und ist genau wie viel wert? Hä? Wieso wird mir das bei Schätzen nicht angezeigt? Oder war ich zu schnell? Das ist ja frech. Ist der hier? Nein. Das ist ja gemein. Hier piept's. Ah, ich seh's. Kann ich das entschärfen? Ja, ich kann es entschärfen. Wow, ernsthaft? Die werden auch da gerade angezeigt. Das ist ja simpel. Die wurden früher aber nicht auf der Karte angezeigt. Hier drinne ist irgendjemand. Was ist das denn? Ah, ich hab's gesehen. Hier hinter ist noch was. Da ist ein Schatz. Muss irgendwie hier reinkommen. Jetzt komme ich rein. Was redest du? Nee, oder? Nee. Ich weiß, wer da kommt. Holzrad. Scheiße. Ah, ach du Scheiße. Was bist du denn? Oh. Der ist neu, den gab's früher auch nie. Wir sind mal durch. Haha. Alter, nicht mich. Kuh, geh weg. Ey, Kuh. Mein Gott. Spiel ist nichts für die Peter hier. So viel zur Schrotflintenmunition. Jetzt muss ich ja nochmal nachgucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Hier zum Beispiel. Da ist noch ein Rubin.
Oh, ein Küchenmesser. Ich hab wieder ein Messer. Jawohl. Der Typ eben mit dem Riesenhammer, der ist neu. Den gab's damals nicht. Zumindest sagt er mir absolut nichts. Das nehme ich gerne mit. So, halt, hier gab es noch irgendwo einen Gang. Hier. Hey, draußen ist noch ein Schatz. Wow, ernsthaft? Verschlossen. Hey, wie mache ich den denn auf? Von der Mühle aus oder was? Frech. Aber irgendwo ist hier noch ein Ziegen hier. Da hinten irgendwo. Irgendwo hier. Handgranate. Ach, hier drinnen. Ach, da oben. Abgeschlossen. Die habe ich jetzt einfach gekriegt, oder was? Ein aus Holz gefertigtes Zahnrad. Stimmt, oben in den Turm eingebaut werden. Meine Belohnung? Hm. Aber wie komme ich hier hin? Ist hier auch ein Schloss? Ich sehe es leider nicht. Naja. Da brauche ich einen Schlüssel. Gehen wir mal hoch. Gelbes Kraut. Das Messer nimmt natürlich auch noch Platz weg. Ihr nehmt ja alles Platz weg. Frech. Auch hier. Hm. Ich hätte gern Schrupf mit Munition. Ah, geht doch. Man muss es nur wollen. Da muss das Zahnrad rein. Was sind wir denn jetzt? Ah! Ey, da war ich schon. Und hier ist... Auch ernsthaft, ich komme hier nicht runter. Aber da! Ah! Und das jetzt. Hier komme ich hin. Schatz. Eine Weinkanne. Schätze kombinieren. Unter Wichtiges und Schätze können Sie sich Ihre gesammelten Schätze ansehen. Manche Schätze können Sie zu einem höheren Preis verkaufen, wenn sie mit Edelsteinen besetzen. Ja, können wir gleich mal gucken, ob wir es reinbauen können. Edelstein einsetzen. Ah, okay. $12,000 ist die jetzt wert. Nett. Find ich cool. Können wir da Schrofflitmunition herstellen, oder? Nein? Zwei fehlen noch. Ach so.
Geht das mit dem Messer auf? Ja. So, hier müssten wir jetzt alles geklärt haben. Na, bis auf den einen Schlüssel da. Aber den habe ich leider nicht. Für das hier. Ne. Gehen wir mal hoch. Und setzen das Zahnrad ein. Haben wir unten den Weg frei gemacht. Was war denn der erste Boss? War das der große, der Bürgermeister? Ich weiß es nicht mehr. Jo. Oh, hier oben. Ich gehe erstmal links lang. Die zwei Kisten nehme ich mal mit. Das gehört nicht mehr hier dazu. Außer Peseten war hier anscheinend nix. Okay, eine Gondel. Ich glaube, der Bürgermeister war der erste Boss. Hier dürfte, glaube ich, zu sein. Jupp. Heißt hier lang. See. Oh. Du solltest zum See gehen. Da gab es auch damals eine coole Szene. So. Eins fehlt jetzt noch, ein Schießpulver, oder? Ja. Eins fehlt. Auch das noch. Erschreck mich doch nicht so. Dich habe ich gehört, mein Freund. Einer weniger. Das Laufen von ihm habe ich gehört. Leon ist hier echt nicht willkommen. Kritischer Treffer. Sollte sie drehen und nicht das aufheben. Okay. Ist auch die Karte. Leo, du kannst deine Taschenlampe anmachen. Oder auch nicht. Eigentlich müsste Händler irgendwann mal kommen.
Siedlung am See. Oh Gott. Ja, große Gebiete hier. Nein. Ihr könnt mal herkommen. Komm. Idiot. Das hat mich jetzt auch gut Pistolenmunition gekostet hier. Muss Pistolenmunition nehmen. Hör auf jetzt mit dem Scheiß. Hier ist irgendwo noch einer. Ah, da oben. Ach komm. Das merke ich. Komme ich da auch rein in das Gebäude? Sieht nicht so aus. Aber zu dir hoch würde ich gerne mal kommen. Die überall rumstehen und Dynamit werfen, ey. Seid ihr denn nur doof? Geht doch. Oh, der hat verwandelt. Beziehungsweise das, was gekommen. Okay. Shit. Der lebt immer noch. Gut jetzt. Ui. Alter, Pistolenmunition geht hier weg wie nichts, ey. Gibt's hier was? Nope. Kann ich durch das Fenster da springen? Ey, sieht nicht so aus. Doch. Yeah.
Was ist das? 1 von 16. Zerstören Sie eine Aufziehkastellan. Okay. Die sind neu. Die gab's früher nicht. Aber schön, dass das keine Energie abzieht. Halt. Da war ich. Ah, links oder rechts lang? Gehen wir erstmal links lang. Ah, ne, geht ja nicht. Doch. Hier lang. Oh ne. Okay. Da drin ist auf jeden Fall irgendwas. Hier ist wieder so ein komischer Schrein. Wo ich keinen Schlüssel habe. Aber okay. Etwa? Oder ich will hier nochmal gucken. Oh, hier ist unsichtbare Wand, okay. Ach, mein Messer ist. Wieso ist mein Messer kaputt? Frech. Wieder irgendwo eine Sprengladung. Ja. Was gibt's hier? Irgendjemand randaliert im Nebenzimmer. Was ist das? Ich habe leider kein Messer. Der ganze Arm ist weg. Jetzt ist mehr weg. Ih, was kommt denn da aus dem Kopf raus? Pfui. Oh, eine Luke. Gar nicht dunkel. Okay. Ist das? Nee. Der Spanier. Etwas Feingefühl. Sahst aus, als wolltest du reden. Wie aufmerksam, Senior. Egal, hast du eine Kippe? Weißt du, die sind dein wahres Grab. Oh, na gut, dann mach mich wenigstens los, hm? Joder, nicht der Typ! Wer sind sie? Stehen bleiben! Bürgermeister. Kapitel 1 ist beendet. Ich will mein Ergebnis gar nicht wissen. Okay. Mit den AP, die Sie für den Abschluss von Herausforderungen erhalten, können Sie im Boni-Shop Belohnung erwerben.
Also, Tote 0. Aha. Okay. Schreibmaschine. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich mal kurz eine kleine Pause. Und würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn es weiter heißt Resident Evil 4 mit dem Remake hier bei mir. Bis gleich.